Hey Leute, was geht und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um meinen selbstgebauten EL84 Gegentaktröhrenverstärker. Ich habe bereits schon einmal ein Video gemacht von ihm, aber da wurde er nur vorgestellt. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, rate ich es euch, erstmal das Video anzuschauen, dann seht ihr, wie geil der in Action aussieht und dann könnt ihr hier weiter schauen, wie der funktioniert und wie er aufgebaut ist. Ach ja, und Leute, wenn ihr wissen wollt, wie der Verstärker klingt, bleibt unbedingt bis zum Ende dran. Ich mache jetzt erstmal einen kleinen Überblick über die Elemente, die da jetzt so oben drauf und an den Seiten draußen verbaut sind. Und danach werden wir uns mal das Innenleben anschauen. Mit zu den Highlights des Verstärkers gehören ganz klar die beiden magischen Fächer, die sogenannten EM80-Röhren. Zu denen habe ich auch schon mal ein extra Video gemacht, das könnt ihr euch auch nochmal anschauen, wird dann in der Infokarte verlinkt. Vorne ins Holz eingelassen befinden sich jeweils pro Kanal ein VU-Meter. VU-Meter bedeutet so viel wie Volume Unit Meter, also praktisch Lautstärke-Einheiten-Meter. Und das zeigt praktisch einfach den Pegel bzw. die Amplitude des Eingangssignals an. Die beiden VU-Meter sind auf jeden Fall auch sehr schön anzusehen, da die auch gerade von innen eine Beleuchtung besitzen, was dem so einen leichten warmen Touch gibt, wenn die an sind. Dann haben wir hier mal einen An- und Ausschalter. Der ist wohl selbsterklärend. Dann haben wir hier einen Drehschalter, mit dem man zwischen zwei Eingangskanälen entscheiden kann. Zum Beispiel einmal übers Handy und einmal über den Fernseher zum Beispiel. Und da ist es praktisch, dass man keinen Eingang hat. Hier ist der Lautstärkeregler. Lässt sich auch sehr angenehm drehen. Aus gefrästem Aluminium. Auch eine sehr schöne Sache. Auf der Rückseite befindet sich eine eingebaute Kaltgerätebuchse mit einer kleinen Sicherung drinne, wo man dann die Fallensicherung, wenn sie durchbrennen würde, einfach austauschen kann. Das hier sind die beiden Eingangskanäle. Ich habe euch ja eben erzählt, dass man an dem Drehschalter zwischen zwei Kanälen sich entscheiden kann. Und da kann man dann beide Kanäle einfach anschließen. Und hier werden dann die Boxen angeschlossen. Wir haben hier einmal GND, also die Masse, dann für 6 Ohm und einmal für 8 Ohm. Und für die andere Seite sozusagen auch Masse, 6 und 8 Ohm. Und so sieht das krasse Ding übrigens von hinten aus. Zudem verfügt der Verstärker über einen kleinen Knopf an der Unterseite. Der ist da, ne? Und da kann man Bluetooth an- und ausschalten. Also man kann den Verstärker auch über Bluetooth mit seinem Handy zum Beispiel verbinden. Ja, und der eigentliche Verstärker an sich besteht natürlich einmal aus den zwei Doppeltrioden. Das sind ECC83-Röhren. Dann einmal den zwei Gegentakt-Endstufen. Das sind EL84-Röhren. Dann einmal hier drin ist der Netztrafo und da und also rechts und links außen haben wir die Ausgangsübertrager. Dieses große Auge in der Mitte, da wo auch der Trafo ist, das dient einzig und allein der Optik. Es sieht mega geil aus, wenn das Ding an ist von innen. Da sind dann Acrylglasstäbe drin, wo unter UV-LEDs sitzen. Das da vorne ist eine Linse aus einer Lupe. Und dadurch sieht das halt so ein bisschen so Mystery aus und hat so ein ja, so ein ganz Spacing-Effekt irgendwie. So Leute, jetzt werden wir den Verstärker mal öffnen und gucken, was sich so da drin befindet. So, das sieht doch mal schon mal ziemlich abenteuerlich aus. Das Schwarze, was ihr hinten an dem Kupfer seht, das ist einfach eine Isolierung. Das ist, glaube ich, alter Fahrradschlauch, den wir dran geklebt haben. Zur Isolierung einfach, dass die Kontakte von den fliegenden Drahtverbindungen da unten nicht dagegen kommen. Hier kann man auch nochmal den Anschluss von dem Auge sehen. Hier sehen wir vier Acrylglasröhren, wo unten jeweils eine LED mit einem Vorwiderstand drin sitzt. Und die beide gehen dann einfach zur Stromversorgung von 12 Volt. So sieht der gute Verstärker mal von oben von innen aus. Wie man wirklich unschwer erkennen kann, habe ich bei dem Verstärker komplett, also was heißt komplett, aber habe ich auf Platinen verzichtet. Zumindest bei dem Aufbau für den Verstärker an sich. Es hat einige Vorteile, diese Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung. Und man kann zum Beispiel die Heizungskabel verdrillen, wodurch man einen Rauschen minimieren kann. Man hat einfach dickere Leitungen, was auch wiederum dazu führen kann, dass man eine bessere Signalübertragung hat. Aber nichtsdestotrotz kann man natürlich auch Platin verwenden. Machen die meisten Röhrenverstärker, die man so kaufen kann, natürlich auch. Ich werde jetzt einfach mal ein bisschen erklären, was sich so in dem Verstärker befindet. Also das, was ihr hier seht, das ist das Bluetooth-Modul, was sich dann mit dem Handy zum Beispiel koppeln lässt. Und somit kann man über das Handy, zum Beispiel jetzt über Spotify, Musik über den Verstärker hören. Die Platine darunter, die sich da befindet, das ist die Ansteuerung für die VU-Meter, von denen ich euch eben erzählt habe.
Das, was ihr hier seht, dieses Modul, das ist eine sogenannte Einschaltverzögerung mit einem NE555 und einem Relais. Zum Schutz der Röhren werden erstmal die Röhren vorgeglüht, das heißt die 6,3 Volt Heizung wird direkt angeschaltet, wenn man den Verstärker anschaltet, und nach 10 Sekunden wird dann auch die Anodenspannung zugeschaltet, das heißt, dann kann man erst Musik hören und das schützt einfach die Röhren. Die Ausgangsübertrager sowie einmal den Netztrafo habe ich bei dem Shop von Jan Wüsten bestellt. Der hat sich so auf Röhren, Sachen und sowas spezialisiert, hat echt eine super Qualität, kann ich nur empfehlen. Den Shop werde ich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinken. Und Leute, ihr glaubt gar nicht, wie verdammt geil dieser Verstärker klingt, ja? Und das war auch ein langer Weg, bis das wirklich auch so war. Zunächst gab es immer wieder einige Probleme mit dem 50 Hertz Brumm, was typischerweise aus dem Netz kommt. Und das ist echt schwer wegzubekommen. Aber ich habe jetzt noch ein, zwei Tipps, die ich euch geben kann, wie man das auf jeden Fall gut beheben kann. Tipp Nummer 1 ist die sogenannte Symmetrisierung der Heizung. Man hat ja zwei Wechselstromanschlüsse für die Heizung mit einer Spannung von 6,3 Volt. Diese beiden Anschlüsse, da schließt man jeweils 1,10 Ohm Widerstand mit relativer Leistung an, führt diese beiden an den anderen Enden zusammen und legt das verbundene Ende von den beiden Widerständen auf die Masse. Dadurch kann man schon mal das Rauschen um einiges minimieren. Auch ganz wichtig, alle Kabel, wo eine 50 Hertz Wechselspannung durchfließt, ganz doll verdrillen, am besten noch döller als ich es habe, und nicht zu lange Kabel nutzen. Alle Trafos sowie auch das Gehäuse muss natürlich geerdet werden, dadurch kann man das Brummen auch vorbeugen. Die Wiedergabequalität und der Klirrfaktor verbessern sich sowas von doll durch eine sogenannte Gegenkopplung. Wir haben hier am Ausgangsübertrager auf der Sekundärseite ja einen kleinen Widerstand und einen Kondensator, und hier führen wir das Signal zurück zu dem Doppeltriodensystem. Und das ist die sogenannte Gegenkopplung. Und damit erreichen wir einfach so eine bessere Wiedergabequalität. Das könnt ihr kaum glauben. Und Leute, ich weiß, der Aufbau von denen sieht vielleicht nicht perfekt aus. Und ich bin auch wirklich kein Röhrentechniker, denn das ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Aber der Verstärker funktioniert 1A. Er läuft seit über 2,5 Jahren ohne Probleme. Hat den besten Sound, den ich eigentlich je gehört habe. Und ich bin einfach nur zufrieden mit ihm. Und klar war der Aufbau echt richtig viel Arbeit. Es waren Stunden über Stunden. Und gerade in diesem Gewusel, wenn da ein Fehler ist, den zu finden, das dauert natürlich. Aber die Arbeit hat sich wirklich richtig doll gelohnt. Und dazu muss ich auch sagen, der Verstärker bedeutet mir wirklich, wirklich viel. Und ich würde ihn auch für kein Geld auf der Welt hergeben, da der einfach so geil ist. Und ich weiß es auch ganz schön genau, dass jetzt alle ankommen und fragen, hey, wo ist denn der Schaltplan? Ich möchte das nachbauen. Denn es ist gar nicht so schwer, wie ihr denkt. Und das werden wir uns jetzt mal anschauen. So Leute, jetzt kommen wir nochmal zu dem Schaltplan. Ich bin jetzt auf der Seite von yogisröhrenbude.de und die ist echt klasse, die Seite. Da steht wirklich alles, was man über diesen Verstärker wissen muss. Ich habe ihn jetzt nicht 1:1 nachgebaut. Ich habe natürlich ein paar Änderungen gehabt. Zum Beispiel hier habe ich jetzt keine Lampe eingebaut. Ich habe eine etwas andere EL84 Gegentaktstufe gebaut. Aber sonst stimmt der Schaltplan 1:1 auf jeden Fall. Hier steht das zum Beispiel auch mit der Gegenkopplung, was ich schon erwähnt hatte. Dann steht auch nochmal hier genau, wie man diese macht, die Gegenkopplung. Und hier ist echt eine super Beschreibung. Hier kann man sich noch eine Mischeinrichtung für den Verstärker bauen. Oder dann halt für Mikrofon, CD, was weiß ich, Eingang. Das braucht man heutzutage natürlich nicht mehr. Ja, ich werde die Seite auch nochmal unten in der Videobeschreibung verlinken. Ja Leute, und wie ihr sehen könnt, hat der Verstärker bei mir wirklich einen Ehrenplatz. Und ich weiß, ihr wollt auch bestimmt erstmal hören, wie er klingt. Ich glaube, man kann das nicht so gut rüberbringen, wie es in Wirklichkeit klingt. Aber ich probiere es einfach mal.
Glaubt mir, Leute, das klingt einfach so verdammt glasklar. Es ist einfach unglaublich. Gerade so Filmmusik wie eben von Avatar, es ist einfach unbeschreiblich. Wirklich. Ich verwende als Lautsprecher die Teufel Ultima MK2. Die habe ich auch vor ein paar Jahren gekauft. Die machen immer noch sehr gute Dienste und sehen auch echt stylisch aus. Ja Leute, und damit wären wir auch wieder am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, ihr findet den Verstärker auch so cool, wie ich ihn finde. Und ja, wenn ihr euch das wirklich gut gefallen habt, dann liked das Video, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht getan habt. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein, Leute!